Ja moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind hier gerade bei der, was sind wir denn hier, bei der Zuckerrübenernte. Wir haben parallel auch noch, sind hier auch noch Kartoffelernten, ja, mit ganz großartigen Wendemanövern. Das liegt aber ja, glaube ich, an der Einstellung des Wendekreises oder sowas, wie war das? Hier einstellen müssen. Ne, wo muss ich das einstellen? Wendekreis, Auto. Jetzt mal auf 15 Meter stellen. Vielleicht wird es ja besser. Abfahren. So. Er sollte hier jetzt auch wenden. Macht wahrscheinlich hier auch irgendwelche wilden. So, und eigentlich könnte er ja jetzt schon. Mal gucken. Und lass uns mal überraschen. Ich meine, der Abfahrer fährt eh gleich wieder gegen die Laterne. So, was wir noch haben ist, wir haben hier irgendwo noch ganz viel Stroh. Da haben wir es. So, wo bringen wir das jetzt hin? Ich weiß es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Stroh machen sollen. Ich denke, das bringe ich einfach auch wieder zum Kauf am Hof. Etwas planlos. Ja, ich bin die ganze Zeit nicht gefahren. Hatte in der letzten Session relativ viel aufgenommen, weil ich ein paar Tage vorarbeiten musste sozusagen und wusste, dass ich gar nicht zum Spielen komme. Dann habe ich im Prinzip irgendwie die letzten 10 Folgen oder so doch weit vorproduziert. Und das ist jetzt die erste Folge von der neuen Session. Ja, hier steht auch immer noch unser Big M mit der Ultima hinten dran. Mit jede Menge Glasballen. Die müssen wir dann auch noch irgendwann mal wieder einsammeln. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt wollen wir erstmal hier zusehen, dass wir hier Stroh verkaufen. Was soll ich denn so viel Stroh? Oh, ich habe zwar letztens, also in der letzten Session mir überlegt, was ich damit machen kann, hab's aber wieder vergessen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo anders mehr Geld für Stroh. Mal gucken. Wo steht denn hier Stroh? Stroh gibt es überhaupt? Oh, Stroh und Gras verkauft. Naja, gibt nicht viel. Aha. Glas steckt im Verkehr fest. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Jetzt will ich hier eben einmal abladen. Bin ich immer noch zu weit weg? Gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Wie dicht muss man da denn ranfahren? Das ist ja voll ätzend. Ja.
nicht schön gefahren, weiß ich selber. Aber das ist ja nichts. Okay, so, dann wollen wir mal gucken, was unser Klaas hier denn für ein Problem hat. Unfassbar. So, kann der andere da mal bitte weiterfahren? Wieso fährt der nicht? Will der erst abladen? Oder ist der voll? Ist er noch nicht voll. Aber egal. Laden wir den erstmal ab. Oh, dann ist dieses Feld bald endlich Geschichte. So, und wenn jetzt der Terrados noch endlich mal seine Arbeit wieder aufnehmen würde. Ja, er fährt. Wunderprächtig. Er fährt auch. Kriegen wir eh gleich die nächste Fehlermeldung. Brauchen wir gar nicht. Mann, Mann, Mann. Wo haben wir denn meinen MB-Trag? Da. So. Sag ich ja, der steht eh gleich. Springe ich gleich hin, ich will erst wieder aufs Feld fahren. Ich habe jetzt keine Lust, da mal hin und her zu eiern. Oh. Augen auf beim Ballenverkauf oder wie auch immer. Eier hier mir was durch die Gegend? Gibt's ja gar nicht. Oh Mann, ey, sag mal. Ich betrunken? Nein. Ey, ich mein. Ja, alle haben sie durchdrehende Reifen. Der eine steht am Baum, der andere an der Laterne. Wetten. Kümmere ich mich gleich drum, wenn ich auf dem Feld bin, sagte ich ja gerade schon. Wie ich sagte, er steht an der Laterne. Stehe an meiner Laterne. Ja, ich lasse es mit dem Singen. Ich weiß, ich kann da nicht. Ich weiß, ich kann das nicht. Wir müssen eh mal gucken, wie das in den nächsten Wochen wird, mit frischen Folgen, weil ich relativ stark eingebunden bin, beruflich, und vor allem auch nicht, nicht an meinem Spielerechner sein werde, mit dem ich meine Videos mache, und werde also
etwa so 2,5 Wochen am Stück demnächst nicht vorproduzieren können. Oder überhaupt nicht produzieren können. Das kann sein, dass es dann hier mal ein paar Tage nichts Neues gibt von mir. Vielleicht, ja, ist das dann ja auch der Umstieg auf die Vierfach-Map, die ja auch jetzt demnächst kommen soll. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auch ja, wie ich auch schon mal in einer anderen Folge mal gesagt habe, auch gar nicht, mir noch gar nicht sicher, ob ich denn überhaupt umsteigen möchte auf die Vierfach-Map. Weil als Singleplayer, also Multiplayer ist das bestimmt geil, aber Singleplayer kriege ich ja hier schon nicht meine ganzen alles, sag ich mal, so schnell hintereinander erledigt, wie ich gerne hätte. So. Autoload aktivieren. Und dann können wir losfahren. Wir können die nächsten Ballen aufsammeln. Hier ist noch eine Reihe, okay. Machen wir hier mal. Oh. So. Ich will das Feld nur leer machen. Ich hatte schon mal in den anderen Folgen gesagt, dass ich nicht... Also ich kann mit dem Stroh nicht viel machen. Aber ich bin auch zu geizig, ganz ehrlich, das unterzugrobbern. Das sehe ich nicht ganz ein. Und jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was ich hier denn anpflanzen. Ich glaube, Weizen wollte ich hier anpflanzen. Weil Weizen habe ich nämlich in der Brauerei gar nicht mehr. Da müssen wir aber dann mal schauen, ob ich das denn wirklich mache. Ob ich Weizen oder Gerste oder irgendwas anderes. Da schauen wir mal, was wir hier denn anpflanzen. Ich meine, ich hätte gesagt Weizen. Ich glaube, vorher war hier Gerste drauf. Davor war hier Hopfen. Das heißt, jetzt wäre Weizen dran. Wenn das dann soweit ist. Weil, ich weiß auch leider nicht, wann genau die Vierfach-Map kommt und ob ich denn dann umsteige oder nicht. Das kann ich noch gar nicht sagen. Das wäre natürlich auch Quatsch, jetzt zu sagen, ja komm, ich beacker hier jetzt die ganzen Felder. Und dann ernte ich die nachher nicht. Das ist ja auch Schwachsinn mehr, ne? Naja, wichtig ist erstmal, dass ich die Kartoffeln reinkriege. Ne, ich glaube, ja, Weizen wollte ich auch machen. Ich wollte ganz viel Weizen machen. Ich wollte Raps und Weizen ansehen. Glaube ich, ja. Und natürlich irgendwie Kartoffeln oder Zuckerrüben und so. Aber das nur begrenzt. Macht euch jetzt auch. Wer ist der betrunkene Mann auf dem Trecker? Ja, das bin ich, Riesenjung. Und ich sammle einfach nur mal Stroh ein. So ein Besoffen mal eben das tut. Das Fenster, das geht mir auf den Keks. Man sieht nichts. Das habe ich aber dann ja auch jetzt bald abgeerntet, das Feld. Auch wenn das jetzt hier mehr so planloses Hin- und Hergeeier ist.
maximal eine Fahrt noch. Ja, maximal eine Fahrt ist es sicherlich noch. Aber wird schon merklich weniger. Ich glaube, das Farming-Tablet muss ich auch mal wieder aufladen. Habe ich immer mal gemacht, gehabt, dass ich es nicht aufgeladen habe. Und dann war... konnte ich das Spiel irgendwie nicht mehr richtig spielen. Dann habe ich dann durch Zufall festgestellt oder irgendwie gegoogelt, dass es daran lag, dass die Batterie von meinem Farming-Tablet leer war und man das aufladen müsste. Und ich konnte mir dann erstmal nur so helfen, indem ich den Mod komplett aus dem Mod-Ordner entfernt habe. Und dann konnte ich auch meinen Spielstand wieder laden und mein Spiel spielen. Das ist aber ja nicht Sinn der Sache. Oh. Schon die letzte Reihe? Ja, wir sind schon wieder voll. Also. Auf, Kameraden. Unbedingt mal wieder eine Zellstofffabrik nach dem Rechten sehen. Ich muss unbedingt beim... ihr wisst schon wo. Unten bei der Holzverarbeitung nach dem Rechten sehen. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge schaffen. Sondern das machen wir dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten oder in der übernächsten. Erstmal will ich hier meine Felder abernten, das Stroh wegbringen, die Aussaaten wieder an Start bringen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann kann ich mich mal um die Produktion kümmern. Entweder die Produktion in Gang kriegen, in Gang bringen oder alles verkaufen, was ich irgendwie so habe. Dann, wenn ich dann wirklich auf die Vierfach-Map wechsle, da möchte ich natürlich auch vernünftig, möchte ich natürlich auch vernünftig Geld haben, um mir dann da auch Sachen zu kaufen. Wir werden zwar ja vieles mit rübernehmen, aber eben nicht alles. Und daher, schauen wir mal. Ich muss auch mal gucken, wie ich das mache, ob ich mir meinen Spielstand dann vorher mal kopiere, dass ich praktisch auf dem... ohne weiteres hier auf der kleinen Map weitermachen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da noch keine Gedanken so wirklich drüber gemacht. Ich werde mir erstmal die Vierfach-Map ansehen. Mir meine Meinung bilden und dann überlegen, ob ich denn wirklich auf der Vierfach-Map spiele oder nicht. Oder ob ich dann sage, okay, das machen wir nur noch Multiplayer oder so. Dass ich mir dann irgendwie Leute suche, mit denen ich spielen kann. Kann es noch nicht sagen. Ich kann es wirklich noch nicht sagen. So. Man kriegt ja nicht wirklich viel Geld dafür, ne? Aber egal. So, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeguckt habt. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Würde mich alle sehr freuen. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!